Und damit moin, meine Damen und Herren, willkommen zu den LOL-13, wo besten Format in drei Wochen Patch, Alter. Ich dachte, diese Woche kommt der 24, aber nein, da kommt erst nächste. Das bedeutet, wir haben in drei Wochen Patch-Duration, was natürlich cool ist, aber auch ein bisschen lame. Ja, wir wollen die Veränderung. Ich bin ja quasi süchtig danach. Plus, ich muss mir mehr Gedanken über Videos machen. Aber dafür gibt es nächste Woche einen Patch. Cool. Beginnen wir aber ganz entspannt mit dem Champion des Patches. Wer hat sich denn über diese massive Zeit gut durchgesetzt? Und es ist Lesen. Der beliebteste, bekannteste, berühmteste, schönste Champion, mit dem man nach wie vor auch im Jahr 2019 epischste Tricks machen kann, die man vor Jahren noch nicht mal kannte und nicht mal dran gedacht hat. Lee Sin ist ein übelstes Tier, der beliebteste Champion mit einem relativ saftigen Abstand. Dieser Dude passt auch immer in jede Season hinein. Conqueror ist nämlich die Mastery, die er nehmen kann, hat natürlich noch ein paar andere Auswahlmöglichkeiten. Es gibt noch die Verrückten mit Electrocute. Aber generell ist das natürlich eine Rune, die ihm sehr gut steht, die er sehr gut nutzen kann, sehr, sehr leicht triggert aufgrund der sehr großen Spell-Variation. Plus, dass er Melee ist, das bedeutet, der nächste Patch tut ihm noch nicht mal weh oder nicht wirklich weh, denn Conqueror wird da so ein Stück weit genervt. Das heißt, Lee funktioniert jetzt, wird auch noch nächste Woche funktionieren. Es ist natürlich seinem Gesamtkit geschuldet. Über Lee Sin müssen wir hier nicht nochmal extra reden. Auch beim Item-Build gibt es nur vergleichsweise wenig Variation. Man packt ihn in den Jungle, man gewinnt das Early-Game, man fällt im Late-Game nun mal ab. Das ist etwas, was Lee Sin über die ganzen Jahre nicht ändern wird. Er ist kein Late-Game-Carry. Im Solo-Queue ist aber meistens alles ein kleines bisschen anders. Also gönnt euch den Boy. Kommen wir nun zum Abstieg der Woche. Das ist Ezreal. Ezreal habe ich jetzt sehr, sehr lange beobachtet und natürlich geschaut, was machen die Leute mit ihm? Was machen sie ohne Kleptomancy? Und das Ganze variiert so ein bisschen. Ich habe teilweise Press-the-Attack-Varianten gesehen, aber Conqueror it is. Und das ist ein kleines bisschen seltsam, denn Conqueror auf ADCs ist gerade sehr beliebt. Aber denkt daran, in der nächsten Woche wird das Ganze nicht mehr so sein. Der Nerf ist schon vorprogrammiert und das Ganze wird auch Ezreal treffen. Er ist jetzt schon deutlich schlechter geworden, aber man sieht es, nachdem der Patch da war, nachdem die Preseason begonnen hat, hat es auch entsprechend Ezreal relativ hart getroffen. Ist ein armer Boy. Jetzt natürlich die Frage, was macht die Competitive Scene mit ihm? Aber darauf müssen wir uns noch sehr lange gedulden. Schön, kommen wir zum Bann der Woche. Das ist Echo. Und wir haben die Leute Bock auf Echo. Das heißt, an seinem Bild, an seinen Masteries hat sich nichts großartig geändert. Electrocute ist immer noch vergleichsweise beliebt. Klar, du kannst Conqueror immer noch auf allem spielen, worauf du Bock hast. Und er ist natürlich nach wie vor ein Counter gegen einige Champions, die dich gewone-shottet sehen wollen. Echo kann entsprechend darauf reagieren, ist auch im Jungle sehr, sehr präsent. Auch da kann er mit massivem Damage glänzen. Aber besondere Dinge gibt es nicht zu sagen. Die Leute haben gerade einfach keinen Bock auf Echo und seine Bannrate steigt stetig. Gut, und nun kommen wir zum Increase der Woche. Da habe ich euch auch ein bisschen auf Twitter gefragt, was denn da los ist, denn es ist Kasadin. Für euch gab es da mehrere Gründe. Presence of Mind hat sich so ein kleines bisschen geändert. Das war ja vorher schon relativ stark. Und Kasadin scheint ein Champion zu sein, bei dem einfach alle Werte gnadenlos hochgehen. Das ist ein kleines bisschen weird. Ich habe mir versucht, das über die Statistiken so ein Stück weit zu erklären. Und einige haben auch so gemeint, es gibt doch Taric Double Jungle, na, wo er mit Smite arbeitet. Und dann funnelt man den Kasadin so schnell wie es geht auf Level 16, wo er natürlich komplett kernbastet ist. Nach wie vor wohlgemerkt. Aber diese Presence of Mind Rune, die natürlich einen ordentlichen, saftigen Wert an Mana zur Verfügung stellt und damit ihm natürlich das Leben leichter macht, ist not bad. Einige sagen auch, dass er mit Conqueror gespielt werden kann, aber ich denke, Fleet Footwork ist nach wie vor essentiell, nicht nur um später gut in der Herz zu kommen und einen epischen Sustain zu haben, sondern die Laning Phase gilt es ja nach wie vor zu überleben. Außer du machst dieses Double Jungle Shit. Aber davon rate ich jetzt mal so ein kleines bisschen ab. Kasadin aber gut dabei. Schön, kommen wir zu der Mechanik der Woche. Hierbei haben wir wieder die Caitlyn am Start, die ja diese mehrfachen, diese Rapid-Fire-Headshots machen konnte. Anscheinend funktioniert das Ganze auch aus dem Stundenglas heraus. Was natürlich seltsam ist, einige Stopwatches werden aber von ADCs getragen, also so krank ist es nicht. Und man kann anscheinend immer noch die Headshot-Mechanik ausführen, wenn man diese Klicks neben den Zielen wagt. Ich weiß nicht, ob das ein Trick ist, den man ausschließlich im Practice-Tool machen kann, ne? Aber der Dude feuert hier einfach in einem Unverwundbarkeitsmodus, was natürlich sehr, sehr toxisch ist. Die Anzahl ist natürlich auch wieder legendärster Natur, also der Spieler hat es hier mechanisch auf jeden Fall drauf. Und Caitlyn, was soll das? Es ist so dumm, aber es funktioniert. Schön, kommen wir nur zum Outplay der Woche. Und hierbei können wir einen Mordekaiser beobachten, der sich gedacht hat, it's my day, I'm a hero now. Na, er hat ja, glaube ich, sogar einen Cape am Start, also es passt so ein bisschen, auch wenn er so ein bisschen nach Anti-Hero aussieht. Denn hier galt es, einen Teammate zu retten, der gerade dabei ist, von Pike geultet zu werden. Und Mordekaiser sagt, nope. Das bedeutet, in der Pike-Ult-Animation hat er ihn in den Death Realm geschickt. Pike knallt also auf den Boden mit der Ult und trifft nichts, weil er nicht auf dieser Welt existiert. Mordekaiser verprügelt den dann natürlich und man konnte seinen Teamkollegen retten. Absolut cool gemacht. Das bedeutet, wenn gerade jemand eine harte Ultimate channelt, beziehungsweise man das Gefühl hat, okay, jetzt könnte etwas in diese Richtung kommen, schick ihn einfach in den Death Realm und der Spell ist völlig
Wasted. Das Ganze würde übrigens auch mit der Karthus Ult oder Soraka Ult ebenfalls funktionieren. Letztere muss man natürlich predikten, aber während Karthus castet und ihr gerade euren Pull nicht zur Verfügung habt, ultet ihn. Er wird niemanden treffen. Sehr nice. Und gut, kommen wir zum Win der Woche. Und hier, hier können wir einen Gragas beobachten, der einen sehr schlechten Tag hat. Ne? Map Awareness in League of Legends ist nun mal das Wichtigste auf der ganzen Welt, was es gibt. Und er nutzt das Ganze nicht. Das heißt, sein Teammate wird unterm Turret verprügelt. Irgendwann checkt er dann, hey, vielleicht kann ich ja den Yasuo verprügeln. Und verkackt alles, okay? Spells in die Windwall, der Bauchhammer. Da müssen wir auch nochmal drüber reden und wird dann am Ende des Tages noch gefinisht. Das ist einer der legendärsten Fail-Clips, die ich jemals bekommen habe. Und weil er mich so aufgemuntert hat und natürlich auch ein gutes Beispiel ist, dass Map Awareness nach wie vor zählt, ist es der Win der Woche. Yikes. Schön, kommen wir zum Item-Bild der Woche. Hier ist Sola so ein kleines bisschen im Vordergrund, denn der hat Ascension Blade Lucian gespielt. Er plädiert nach wie vor auf dieser Variante. Denn das ist ein Item, was nicht nur gute Stats gibt, sondern auch mit Lucian gut funktioniert. Lucian ist ja ein Nahkampf-Champion. Er hat keine Range, er ist Melee. Und weil natürlich Melee-Situationen dazu führen, dass Gegner auf dich draufbrechen und du in einer 1 gegen 1 Situation bist, triggert Ascension Blade. Was dazu führt, dass du natürlich sehr, sehr starke Stats kriegst, was gut zum Kiten ist, was gut natürlich zum Fighten an sich ist. Und er hat damit anscheinend gute Erfahrungen gemacht. Auf Pro Builds kann man das Ganze nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze auch empfehlen soll. Aber ich finde das schön, dass in der Preseason viel getestet wird. Und Sola hat sich ein kleines bisschen in dieses Ascension Blade verliebt. Und wenn es für ihn funktioniert, ist das natürlich nice. Weil die Grundidee ist ja gar nicht so bad. Denn diese 1 gegen 1 Situationen, die passieren manchmal. Und hier wirst du einfach mit Stats überschüttet. Kommen wir nur zum PBE-Stuff. Da wird Yuumi gebufft. Beziehungsweise eher gechanged. Das bedeutet, viele Werte schießen nach oben, zum Beispiel der Damage oder der Heal-Wert, mit einem Trade, in dem man sagt, massive Mana-Kosten, der Slow ist nun schwächer. Das bedeutet, man juggelt hier mit sehr, sehr vielen Zahlen hin und her. Man kann sie jetzt anscheinend auch besser abbrechen. Sie kriegt massiven Cooldown auf dem W, wenn sie gepunished wird währenddessen. Das sind alles so Sachen, die ihr natürlich direkt wehtun, aber sie nun zu einem High-Risk-Champion machen. Das heißt, sie hat gute Werte, die wirklich reinknallen. Gerade die W-Fähigkeit, das heißt, die Transferierung von Stats oder die Verbesserung ist tausendmal besser als vorher. Aber natürlich mit den Kosten, dass es riskanter ist, sie zu spielen, dass sie nicht mit teleporten kann. Na, das war ja so ein Punkt bei den ADCs. Ne? Die porten sich zurück zur Lane und Yuumi kriegt ein Free TP. Solche Sachen funktionieren zum Beispiel nicht mehr. Das heißt, sie wird quasi zu einem Champion, der in einer Rolle sehr gut funktionieren kann, aber mit einem massiven Punishment. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Bin gespannt, wie die Katze darauf reagiert, weil sie ist, das ist, fühlt sich an wie ein Rework, wenn ich ehrlich bin. Schöne Look, kommen wir zum Why der Woche. Das habe ich ungefähr 1000 Mal auf Twitter bekommen. Denn einige haben gemeint, Maxim, es gibt einfach Champions, die eiskalt durch die Wand laufen. Und das Ganze können wir hier bei dem Fiddlestick sehen. Er geht buchstäblich durch die Wand. Es ist einfach, ist es Fiddle, ist es Kane? I don't know. Er geht da einfach nur durch und läuft da durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob das so ein Replay-Ding ist, ob das so ein richtiger Bug-In-Game ist, weil keiner pinkt hier Fragezeichen oder sowas. Für jeden scheint das hier anscheinend normal zu sein. Vielleicht ist es eine optische Natur. Wenn es wirklich funktionieren sollte, ist das natürlich ein Bug brachialer Natur. Okay, über durch Wände zu laufen, ist ja das most overpowered, was es gibt. Wobei ich immer noch das Gefühl habe, dass wenn irgendwann Ghost so bad ist, beziehungsweise Leute quasi nach wie vor immer noch Flash nehmen, dass irgendwann der Summoner-Spell Ghost dazu führt, dass du durch eine Wand durchlaufen darfst. Dass du so ganz kurz Kane bist. Ich predikte es jetzt schon mal, bin mir sehr sicher, dass Riot das irgendwann einbauen wird. Ghost führt dazu, dass du wenigstens durch eine Wand durch kannst. Bin ich mir sehr sicher, dass das passieren wird. Aktuell kann das aber anscheinend Fiddlesticks einfach mit Rechtsklick. GG. 5 von 5 Ys, weil es ist so dumm. Es ist einfach stupid. Das Spiel ist älter geworden, es wird langsam erwachsen. Bitte nicht sowas. Bitte nicht solche Bugs, die sind einfach scheiße. Und gut, für heute soll es aber schon gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein. Viel Spaß beim Rank.